Willkommen zur Fortsetzung unserer Lehrveranstaltung über öffentliches Recht 1 Grundlagen. Wir haben bisher 8 Kapitel abgearbeitet. Wir wissen jetzt, was der Staat ist, wir wissen, was Verfassung ist, wir wissen, was Gewaltenteilung ist, wir wissen, was Demokratie ist, wir wissen, was Grundrechte sind, wir haben die Rechtserzeugungsregeln verstanden und wir wissen insbesondere, dass auf dem Territorium der Republik Österreich 10 Staaten tätig sind mit einer nicht unkomplizierten Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Heute wollen wir im 9. Kapitel uns mit einer Besonderheit befassen, die allerdings für das Verständnis des Handelns der Staatsorgane von sehr großer Bedeutung ist. Damit wir hier das erörtern können, damit wir das verstehen können, müssen wir einiges zum Verständnis vorausschicken. Also Sie wissen, was ein Mensch ist, und ein Mensch ist von der Geburt bis zum Tod rechtsfähig, sagen wir. Das heißt, er ist Träger von Rechten und Pflichten, von privaten Rechten und Pflichten. Ein Mensch ist rechtsfähig, daher kann er Vermögen besitzen. Ein Mensch ist rechtsfähig, daher kann er über das Vermögen verfügen. Er kann sich ein Haus, ein Auto und eine Wurstsemmel kaufen. Er kann am Zivilrechtsverkehr teilnehmen, eben Kaufverträge abschließen, Mietverträge abschließen und alles andere, was sich sonst im zivilen Bereich abspielt. Also das ist ein Mensch und der ist rechtsfähig und das ist eine Selbstverständlichkeit für uns, dass Menschen rechtsfähig sind. Historisch gesehen aber war das überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Im römischen Recht etwa werden Sie sehen, dass es hier durchaus nicht die Regel gegeben hat, dass jeder rechtsfähig ist. Da hat es zum Beispiel die Sklaven gegeben. Ein Sklave ist auch ein Mensch, aber er ist nicht rechtsfähig. Er hat dieselbe rechtliche Position wie ein Hund, der auch nicht rechtsfähig ist. Und auch sonst, die Frauen waren nicht rechtsfähig, jedenfalls nur in Ausnahmefällen und ausnahmsweise, wenn der Chef der Familie es ihnen erlaubt hat, sie aus seiner Hand entlassen hat, aus seiner Gewalt entlassen hat, Emanzipatio, das haben wir heute noch als Begriff. Also es ist nicht selbstverständlich und es ist eine wichtige Errungenschaft des Rechtsverständnisses, des Grundrechtsverständnisses unserer Rechtsordnung, dass selbstverständlich jeder von der Geburt bis zum Tod voll rechtsfähig ist. Und wir haben keine Sklaven, Frauen und Kinder sind alle genauso wie die Erwachsenen oder die Alten und die Debilen natürlich rechtsfähig, voll rechtsfähig. Gut, das haben wir keine Schwierigkeit, das zu verstehen, aber hier müssen wir jetzt noch anmerken, dass hier natürlich ein Problem ist, denn stellen Sie sich vor, ein Fünfjähriger erbt 10.000 Euro von seinem Opa, dann kann er das erben und die 10.000 Euro gehören dann auch ihm und ihm allein. Aber was ist, wenn der Fünfjährige jetzt die 10.000 Euro nimmt, ins Eisgeschäft geht und die 10.000 aufs Pult legt und sagt, bitte ein großes Vanilleeis. Der Verkäufer ist ganz begeistert, macht ihm ein besonders großes Vanilleeis und nimmt die 10.000 Euro. Also Sie sehen aus diesem Beispiel, dass natürlich Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit zwei verschiedene Dinge sind. Wer also nicht einsehen kann, was das für Vorteile und Nachteile bringt, über das Vermögen zu verfügen, zivilrechtliche Geschäfte abzuschließen, der ist eben nicht handlungsfähig, er ist nicht geschäftsfähig. Und das regelt die Rechtsordnung so, dass sie eben sagt, na gut, dann muss es halt andere Menschen geben, die für so einen Menschen, der das nicht kann, handeln. Und das sind für das Kind die Eltern und gibt es andere Einzelheiten, die ihnen im Zivilrecht bekannt sind oder die sie dort noch, was sie dort noch erörtern werden. Gut, also die Eltern vertreten dann das Kind, also die Eltern können sagen, dann nehmen wir jetzt 2 Euro von diesen 10.000 Euro und mit diesen 2 Euro gehen wir dann ins Eisgeschäft und dann gibt es ein großes Vanilleeis um die 2 Euro. Und dann kommt ein Rechtsgeschäft gültig zustande, ein Rechtsgeschäft gültig zustande zwischen dem Fünfjährigen und dem Eiserzeuger.
Gut, soweit, so gut. Den zweiten Punkt, den wir zum Verständnis vorausschicken müssen, ist, naja, wir haben gesagt, der Mensch ist rechtsfähig. Und in einer positivistischen Rechtsordnung, warum ist der Mensch rechtsfähig? Nicht, weil irgendwas angeboren ist, ne, das wäre eine naturrechtliche Sicht, sondern deswegen, weil wir, das Volk im Parlament, entschieden haben, dass jeder Mensch von der Geburt bis zum Tod rechtsfähig sein soll. Das heißt, dass der Mensch rechtsfähig ist, ist eine Folge einer Entscheidung der Rechtsordnung. Eine Entscheidung, die wichtig ist und die verfassungsgesetzlich natürlich geschützt ist und die so selbstverständlich ist, dass uns die Debatte darüber geradezu skurril anmutet. Nun gut, aber wichtig ist festzuhalten, dass wir deshalb rechtsfähig sind, weil die Rechtsordnung uns die Rechtsfähigkeit verliehen hat. Nun stellt sich die Frage, wenn die Rechtsordnung uns die Rechtsfähigkeit verleiht, wieso könnte nicht die Rechtsordnung auch etwas anderem die Rechtsfähigkeit verleihen? Also, hier habe ich zum Beispiel einen Kugelschreiber. Und dieser Kugelschreiber ist eine Sache, ist also kein Mensch, hat keine privatrechtlichen Rechte und Pflichten. Und daher kann ich dem Kugelschreiber 5 Euro nicht schenken. Das geht nicht. Aber wäre es nicht denkbar, dass die Rechtsordnung sagt, ja, Kugelschreiber, du bist rechtsfähig. Und wenn der Kugelschreiber rechtsfähig ist, dann wäre es möglich, dass ich ihm die 5 Euro schenke, weil dann ist er rechtsfähig, so wie ich rechtsfähig bin, vermögensfähig eben. Nun, eigentlich ist das möglich, ist denkbar. Das könnte der Gesetzgeber machen. Natürlich, die Frage stellt sich, ist da viel Sinn drin, wenn das der Gesetzgeber macht, aber der Gesetzgeber kann es machen. Natürlich wäre es dann so, dass der Kugelschreiber mit mir nicht reden könnte. Er könnte nicht sagen, ich nehme dein Geschenk an, vielen Dank, dass du es mir schenkst. Also er kann keinen Willen haben, er kann keinen Willen äußern. Daher müsste, wenn der Gesetzgeber eine solche Konstruktion macht, einen Menschen einsetzen, der für den Kugelschreiber den Willen bildet und diesen Willen dann nach außen erklärt, und dadurch käme dann doch eine Kommunikation zwischen mir und dem Kugelschreiber zusammen. Also das wäre alles denkbar. Ist natürlich ein skurriles Beispiel, aber das Recht ist manchmal skurril, das wissen wir schon. Aber die Idee, wie das gehen könnte, haben wir damit festgemacht. Der Gesetzgeber kann auch, wenn jemand nicht Mensch ist, zu sagen, du bist rechtsfähig, und dann setze ich für dich einen Menschen als Vertreter ein, und dieser Vertreter arbeitet dann für den Nichtmenschen, und so kann ein Privatrechtsverkehr entstehen. Wozu brauchen wir diese Idee? Wir wissen also jetzt, dass es möglich wäre, dass der Gesetzgeber hergeht und irgendetwas, was kein Mensch ist, mit Rechtsfähigkeit ausstattet. Natürlich braucht er dann einen Menschen als gesetzlichen Vertreter, und dann könnte die Kommunikation stattfinden. Nun denken wir an den Staat. Der Staat ist, so haben wir kennengelernt, eine Organisation, die das Gewaltmonopol für sich beansprucht, die das Rechtsmonopol hat, haben wir gesagt. Vom Staat kommt das Recht, der Staat macht das Recht, das ist das Hoheitsrecht, weil es durch staatliches Recht alles organisiert ist. Soweit, so gut. Die Frage aber ist es, kann der Staat auch Vermögen haben? Kann der Staat auch über das Vermögen verfügen? Kann ich mit dem Staat Rechtsgeschäfte machen, etwa einen Kaufvertrag abschließen, einen Mietvertrag abschließen, einen Darlehensvertrag abschließen? Und das geht grundsätzlich einmal nicht, denn grundsätzlich ist der Staat eben Träger eines Hoheitsrechts, des Hoheitsrechts, aber der Staat ist kein Mensch.
Wenn ich also will, dass der Staat Träger von Vermögensrechten ist, wenn ich also will, dass der Staat Verträge abschließen kann, dann muss der Staat mit Rechtsfähigkeit ausgestattet werden. Dann muss die Rechtsordnung sagen, na gut, dem Kugelschreiber gebe ich es nicht, aber dem Staat gebe ich Rechtsfähigkeit. Und daher haben wir das Phänomen, dass wir die Verfassung befragen müssen, ist der Staat tatsächlich Träger von Privatrechten, ist der Staat rechtsfähig, kann der Staat wie ein Mensch privatrechtlich handeln. Nun, und wenn wir die Verfassung befragen, dann sehen wir, dass die Verfassung den Staat Österreich nicht für rechtsfähig erklärt. Das heißt, der Staat Österreich hat kein Geld, er hat kein Vermögen, nicht deswegen, weil er alles ausgegeben hat, sondern weil er überhaupt kein Rechtsträger ist, weil er keine Rechtsperson ist, er ist nicht rechtsfähig. Sondern wenn wir genauer hinschauen, was die Verfassung anordnet, dann sehen wir, dass in den Artikel 116 Absatz 2 und Artikel 17 BVG die sogenannten Gebietskörperschaften als Träger von Rechten, von Privatrechten eingerichtet sind, nämlich der Bund, das Land und die Gemeinde. Also nicht der Staat hat Geld, der kann gar keins haben, sondern der Bund, das Land und dann auch die Gemeinde haben Geld. Sie sind Träger von Privatrechten, so setzt das die Verfassung fest. Und daher können wir mit dem Bund, mit dem Land und mit der Gemeinde private Geschäfte abschließen. Natürlich braucht jetzt der Bund, das Land und die Gemeinde, das sind ja lauter Papiertiger, Menschen, die für den Bund, das Land und die Gemeinde handeln können. Und das muss eben das staatliche Organisationsrecht festlegen. Und das staatliche Organisationsrecht legt also fest, wer im Bund, etwa ein Bundesminister, für den Bund privatrechtlich handeln kann, also der kann das Geld des Bundes ausgeben, um ein Dienstauto für den Bundeskanzler zu kaufen. Und beim Land muss es genauso sein, da muss festgelegt werden, wer das tut, das ist meist der Landeshauptmann oder die Landesregierung. Und bei der Gemeinde muss das auch festgelegt werden, wer hier zivilrechtlich handeln kann. Und da ist es nach außen immer der Bürgermeister. Also, wir haben das Phänomen, dass ein und derselbe Staat der Träger des Hoheitsrechts ist, auch Träger des Privatrechts ist und daher auch in den Formen des Privatrechts handeln kann. Also, wir können sagen, die Gebietskörperschaften sind Träger des Privatrechts, Bund, Land und Gemeinde. Dieses Verständnis, dass ein und dieselbe der eins und derselbe Staat auch Träger von Privatrechten ist, war historisch nicht selbstverständlich. Historisch gab es eine andere Konstruktion, die auch aus dem römischen Staatsrecht kommt. Und zwar hatte man dort nicht gesagt, der Staat ist auch Träger von Privatrechten, sondern man hat gesagt, es gibt praktisch zwei Staaten. Auf der einen Seite den Staat als Träger des Hoheitsrechts und auf der anderen Seite den Staat als Träger von Privatrechten. Und dieser Staat als Träger von Privatrechten, der hat Fiskus geheißen und daher kommt auch heute noch der Begriff Fiskus und Fiskal, aber das heißt jetzt nicht mehr, dass die Gebietskörperschaften zwei Personen waren, hat auch Zwei-Personen-Theorie geheißen, sondern heute haben wir eine Ein-Personen-Theorie, also der hoheitliche Staat, die hoheitliche Gebietskörperschaft ist auch Träger von Privatrechten und kann auch privatrechtlich handeln. Nun, als Zwischenergebnis wollen wir also anschauen,
wie das jetzt so funktioniert im privaten Rechtsverkehr. Wir haben da nicht nur die Menschen, sondern wir haben auch die Gebietskörperschaften als Träger von Rechten und Pflichten. Aber wenn wir die Rechtsordnung genauer anschauen, dann sind es ja nicht nur Staaten oder Gebietskörperschaften, die Träger privater Rechte und Pflichten sind, sondern die Rechtsordnung hat allgemein die Möglichkeit, auch Menschen, die keine sind, also virtuellen Menschen, Sachen und anderen Einrichtungen Rechtsfähigkeit zu verleihen, häufig eingerichtet, davon häufig Gebrauch gemacht. Und daher haben wir viele solche Phänomene, dass hier Gebilde im Rechtsverkehr auftreten, die keine Menschen sind, aber trotzdem entsprechend privatrechtlich handeln können. Und daher haben wir hier den Begriff ganz allgemein in der Rechtsordnung gewählt. Also es gibt einmal den Menschen, davon gehen wir aus, und Mensch, das sagen wir etwas kompliziert in der Juristerei, das ist dann eine natürliche Person, also jemand, der auf natürlichem Weg zustande gekommen ist. Während dann diese Phänomene, die also keine Menschen sind, aber trotzdem Träger von Privatrechten sind, eben juristische Personen sind, aufgrund irgendwelcher juristischer Konzeptionen zustande gekommen sind. Also das Begriffspaar sind dann natürliche Personen und juristische Personen. Und wir haben da andere Begriffe auch für die juristischen Personen. Also wir verwenden Körperschaft, wir verwenden auch manchmal Rechtsperson, aber das ist nicht ganz einheitlich. Heute verstehen wir Rechtsperson alles, was Träger von Rechten und Pflichten ist, also insbesondere auch nicht nur juristische Personen, sondern auch Menschen, die sind auch Rechtsträger. Also der Begriff ist nicht ganz eindeutig, aber Körperschaft und juristische Person, das sind also traditionelle Begriffe, vielleicht auch noch Rechtsperson, also Körperschaft, juristische Person, Rechtsperson, das sind diese Begriffe, die in der Rechtsordnung aufkommen. Und wenn wir jetzt genauer anschauen, wir haben gesagt, eine juristische Person ist also irgendwas, was ein virtueller Mensch, der durch die Rechtsordnung eingerichtet ist. Wenn wir das näher anschauen, dann können wir jetzt unterscheiden, ob diese juristische Person eingerichtet ist durch öffentliches Recht, durch Gesetz, durch Verordnung, durch Bescheid, oder ob diese juristische Person eingerichtet ist durch Sie und mich, also durch private Personen, die einen entsprechenden zivilrechtlichen Vertrag aushandeln und damit die juristische Person begründen. Und wenn wir das genauer anschauen und so feststellen, dann können wir unterscheiden einerseits juristische Personen des öffentlichen Rechts, das sind also Einrichtungen, die rechtsfähig sind, so wie Sie und ich, aber durch Hoheitsrecht, durch Gesetz, Verordnung, Bescheid oder sonst wie hoheitlich eingerichtet worden sind, und juristische Personen des Privatrechts, das ist auch ein virtueller Mensch, der so wie Sie und ich Träger von Privatrechten ist, aber der jetzt nicht durch den Gesetzgeber eingerichtet ist, sondern durch Privatrechtsvertrag, etwa eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch einen Gesellschaftsvertrag. Ein Verein durch den Vereinsvertrag, durch die Vereinssatzung der Mitglieder. Das sind also juristische Personen. Allerdings, damit diese juristischen Personen auf die Welt kommen können, dass sie wirklich Rechtsträger sein können, muss die Rechtsordnung zumindest einen Typus bereitstellen und tut das auch, also Typus der Aktiengesellschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, des Vereins, der Genossenschaft und vieles anderes mehr. Das ist also der rechtliche Typus, der im Gesetz geregelt ist. Gesellschaftsrecht nennen wir das. Und den können jetzt die Menschen, Sie und ich, handhaben und durch einen zivilrechtlichen Vertrag eine solche juristische Person auf die Welt zu bringen. Also, wenn wir uns das anschauen, wie das im Privatrechtsverkehr ausschaut, dann sehen wir, dass wir eine Reihe von Personen haben,
im Privatrechtsverkehr, da haben wir die Menschen, aber dann haben wir auch die juristischen Personen. Und diese juristischen Personen sind zum Teil juristische Personen des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts. Und Personen sind, wenn wir uns das auch noch einmal genauer anschauen, das sind natürliche Personen, das sind die virtuellen Menschen, die juristischen Personen, die Körperschaften, die Rechtspersonen. Und da unterscheiden wir juristische Personen des Privatrechts mit einem privaten Organisationsrecht und juristische Personen mit einem hoheitlichen Organisationsrecht als juristische Personen des öffentlichen Rechts. Wenn wir jetzt unsere Gebietskörperschaften hernehmen und in diese Terminologie einfügen, dann sind die Gebietskörperschaften juristische Personen des öffentlichen Rechts, weil sie sind durch Gesetz eingerichtet, sogar durch Verfassungsgesetz eingerichtet und ihr Organisationsrecht sind einfache Gesetze, jedenfalls alles im hoheitsrechtlichen Bereich. Daher sind die Gebietskörperschaften juristische Personen des öffentlichen Rechts. Und wenn wir den Begriff Gebietskörperschaft verwenden, dann sehen wir auch, was dieser Begriff jetzt wirklich bedeutet. Er heißt einerseits Gebiets, weil hier der Staat auf einem bestimmten Territorium Hoheitsgewalt ausübt durch diese Einrichtung. Und dieses Gebiet ist umgekehrt Körperschaft, das heißt Träger von Privatrechten und juristische Person. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Problemen und diese Reihe von Problemen wollen wir uns anschauen. Weniger Probleme als eine Reihe von Konsequenzen. Der erste Punkt ist, wenn wir also sehen, dass im Sinne der Ein-Personen-Theorie die Gebietskörperschaft nicht nur Träger des Hoheitsrechts, sondern Träger des Privatrechts ist, dann kann jedes Organ grundsätzlich einmal sowohl in den Formen des Hoheitsrechts handeln, etwa eine Verwaltungsbehörde kann einen Bescheid erlassen, aber das Verwaltungsorgan kann auch möglicherweise in den Formen des Privatrechts handeln, also zum Beispiel für den Bund ein Dienstauto ankaufen. Ob jetzt und welches Organ für den Bund privatrechtlich handelt, ist wie beim Hoheitsrecht natürlich durch die Organisation, durch das Organisationsrecht festgelegt. Wir müssen also im Gesetz, in der Verordnung oder sonst wo im Hoheitsrecht suchen, welches Organ ist zuständig für den Bund, das Land, die Gemeinde hoheitsrechtlich zu handeln. Und damit stoßen wir auf das Phänomen, dass hier, wenn wir dem Staat gegenüberstehen, konkreter, wenn wir dem Bund, dem Land oder der Gemeinde gegenüberstehen, wir immer unterscheiden müssen, handelt jetzt der Bund, handelt das Land, handelt das die Gemeinde hoheitlich oder nicht hoheitlich. Und hier gilt jetzt der Grundsatz, wir haben ja einen gewaltenteiligen Staat, also wir müssen auch die Gebietskörperschaften gewaltenteilig verstehen. Der Bund hat eine Gesetzgebung, eine Verwaltung, eine Gerichtsbarkeit. Das Land hat eine Gesetzgebung, eine Verwaltung, eine Gerichtsbarkeit. Die Gemeinde hat nur Verwaltung, ist ein Verwaltungskörper. Darüber werden wir später noch sehr genau zu reden haben. Und wenn also der Bund, das Land, Gemeindeträger von Privatrechten ist und es zuständige Organe gibt, die für Bund, Land und Gemeinde privatrechtlich handeln, wie schaut das gewaltenteilig aus? Und wenn Sie da gewaltenteilig hinschauen, und das ist ganz wesentlich, sieht die Verfassung vor, dass nur, aber auch wirklich nur die Verwaltung berechtigt, zuständig ist, in den Formen des Privatrechts zu handeln. Das heißt, der Gesetzgeber handelt immer hoheitlich. Die Justiz, die Gerichtsbarkeit handelt immer hoheitlich, nur hoheitlich. Die Verwaltung allerdings kann auch privatrechtlich handeln, sodass wir immer dann, wenn wir es mit einem Verwaltungsorgan zu tun haben, vor der Frage stehen, hat dieses Verwaltungsorgan dann hoheitlich oder nicht hoheitlich gehandelt. Und daraus formt sich der Begriff
der sogenannten Verwaltung in den Formen des Privatrechts. Wir sagen dazu nicht hoheitliche Verwaltung oder Privatwirtschaftsverwaltung oder Fiskalverwaltung. Also, wir haben aus dieser Idee, dass die Gebietskörperschaften Träger von privaten Rechten sind, jetzt festzuhalten, dass es offensichtlich ein Phänomen der Verwaltung ist, der Gebietskörperschaften, der Verwaltungsorgane, dass sie sowohl hoheitlich als auch nicht hoheitlich handeln können. Und daher müssen wir immer unterscheiden, wenn so ein Verwaltungsorgan handelt, ob es sich um eine hoheitliche oder um eine nicht hoheitliche Verwaltung handelt. Und das Phänomen der nicht hoheitlichen Verwaltung, das wir damit definiert haben, nennen wir auch Privatwirtschaftsverwaltung oder Fiskalverwaltung. Den Begriff Fiskus habe ich Ihnen ja schon erklärt. Wenn wir das gewaltenteilig sehen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das Verhältnis von Gesetzgeber und Verwaltung dann, wenn die Verwaltung in den Formen des Privatrechts handelt. Wenn die Verwaltung in den Formen des Privatrechts handelt, dann kommt die Gebietskörperschaft ganz zivilisiert her. Da spüren sie nichts von Hoheitsrecht. Sie hat auch keine hoheitlichen Mittel in der Privatwirtschaftsverwaltung. Der Staat zieht sich den Mantel des Privaten an und schaut aus, wenn wir mit ihm umgehen, wie ein Privater. Sodass sich also hier die Frage stellt, sind alle diese Rechtsschutzeinrichtungen, die wir zum Schutz gegen Missbrauch staatlichen Handelns haben in der Verfassung, die wir im Hoheitsrecht kennengelernt haben, auch für die Fiskalverwaltung notwendig und eingerichtet? Und hier ein klares Ja. Wir haben uns ja schon mehrfach die Frage gestellt, worauf der Staat eigentlich seine Macht gründet. Das sind natürlich die Waffen, das sind die vielen öffentlich Bediensteten, die auf sein Geheiß tätig sind, aber das ist insbesondere das Geld, viel Geld. Und wenn nur die Verwaltung über dieses Geld verfügen darf, das heißt, das Geld ausgeben darf, dann haben wir natürlich das Problem, dass die Verwaltung sehr, sehr mächtig ist und alle diese Rechtsschutzkonzepte, die wir beim Hoheitsrecht hatten, brauchen wir auch bei der nicht-hoheitlichen Verwaltung, bei der Privatwirtschaftsverwaltung. Hier in erster Linie gilt das Gesetzmäßigkeitsgebot, Artikel 18, die gesamte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden und das gilt im Großen und Ganzen auch, wenn der Staat in den Formen des Privatrechts handelt. Allerdings wird dort die These vertreten, dass das Legalitätsprinzip, das Gesetzmäßigkeitsgebot nicht so dichte Determinierungen verlangt, wie es im Hoheitsbereich der Fall ist, weil ja der Einzelne grundsätzlich nicht gezwungen werden kann. Natürlich ist der Staat mächtig, aber niemand kann ihn zwingen, einen Vertrag abzuschließen. Natürlich kann er vom privatwirtschaftlichen Handeln betroffen sein. Wenn jemand ein Unternehmen betreibt und der Staat schließt ihn aus, gibt ihm keine Aufträge, dann kann das natürlich alles ein Problem sein. Aber es ist nicht in der gleichen Weise ein Problem, wie es in der Hoheitsverwaltung ist, wo sie unmittelbar die körperliche Gewalt spüren können. Und daher sagt man, dass das Gesetzmäßigkeitsgebot im der Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung verdünnt ist. Es läuft irgendwie hinaus auf ein allgemeines Sachlichkeitsgebot, das für jedenfalls für die Privatwirtschaftsverwaltung, für das privatrechtliche Handeln gilt. Ein Gesichtspunkt noch. Wir haben ja Bund, Land und Gemeinde und wir wissen, dass wir zwischen Bund und Land, Gemeinde werden wir noch sehen, eine sehr strenge Kompetenzverteilung haben. Also hoheitliche Kompetenzen zwischen Bund, Land und Gemeinde. Da ist dann ausgemacht, erinnern Sie sich zurück, wer darf sagen, ob man auf den Straßen links oder rechts fährt, wer darf sagen, dass man für ein Wirtshaus eine Bewilligung braucht und alle anderen Dinge. Das ist die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Bund, Land und dann auch
für die Gemeinde. Wenn jetzt Bund, wenn jetzt Land und Gemeinde in den Formen des Privatrechts handeln, stellt sich die Frage, ob hier auch die Kompetenzverteilung gilt. Und diese Frage beantwortet uns die Verfassung in Artikel 17 BVG. Da steht ausdrücklich drin, dass für den Bund als Träger von Privatrechten und für das Land als Träger von Privatrechten die Kompetenzverteilung nicht gilt. Das heißt, wenn die Gebietskörperschaft privatrechtlich handelt, dann ist sie an diese kompetenzrechtliche Beschränkung nicht gebunden. Was können wir uns da vorstellen? Also stellen Sie sich vor, Studierende bekommen eine Studienbeihilfe. Und nach der Kompetenzverteilung Artikel 14 BVG ist dafür der Bund zuständig. Daher gibt es ein Bundesgesetz, ein Studienbeihilfengesetz, und aufgrund dieses Studienbeihilfengesetzes bekommen Sie eine Studienbeihilfe und die gibt Ihnen der Staat hoheitsrechtlich. Da steht drin im Gesetz, wenn jemand eine Studienbeihilfe will, dann muss er das im Verwaltungsverfahren beantragen, das wird dann geprüft und am Schluss bekommt er einen hoheitlichen Bescheid und da steht drin, du bekommst 500 Euro Studienbeihilfe. Ja? Das ist also das Konzept des Gesetzgebers und das ist kompetenzrechtlich in Artikel 14 so vorgesehen, dass der Bund und nur der Bund dafür zuständig ist, hoheitsrechtlich. Wenn jetzt das Land Oberösterreich sagen würde, die Studierenden in Oberösterreich, die haben es so schwer, eigentlich ist die Studienbeihilfe des Bundes nicht ausreichend, ich gebe jedem, der vom Bund eine Studienbeihilfe bekommt, 100 Euro dazu, dann könnte das Land Oberösterreich nicht sagen, also liebe Studierende, ihr habt vom Bund einen Bescheid bekommen auf 500, beantragt es auch bei mir und ich gebe euch einen Bescheid auf plus 100. Das geht nicht, weil im Hoheitsrecht gilt die Kompetenzverteilung. Das Land kann nicht mit Bescheid den Studierenden eine Studienbeihilfe geben, weil das ist Sache des Bundes. Aber die Kompetenzverteilung gilt nicht in der Fiskalverwaltung, in der Privatwirtschaftsverwaltung, in der nichthoheitlichen Verwaltung. Das Land könnte sagen, gut, hoheitsrechtlich durch Bescheid darf ich das nicht. Aber privatrechtlich bin ich nicht gebunden an die entsprechenden Kompetenzbestimmungen. Es ist schon richtig, dass für die Studierenden und für die Universitäten und für andere Schulen der Bund zuständig ist. Aber privatrechtlich gilt das nicht. Daher kann ich die Linzer Studierenden mit einem 100er beglücken. Allerdings nicht in den Formen des Hoheitsrechts, sondern dann muss ich in den Formen des Privatrechts handeln. Also das Land müsste sagen, wenn du vom Bund einen Bescheid hast, dann komm zu mir und dann schließe ich mit dir einen privatrechtlichen Vertrag, einen Schenkungsvertrag, einen Beihilfenvertrag, einen Subventionsvertrag, wie immer man das zivilrechtlich sehen will. Und das ist möglich, weil im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung die Kompetenzverteilung nicht gilt. Also, dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in der Privatwirtschaftsverwaltung nicht gilt, ist ein ganz wesentliches Phänomen. Und es gibt viele Bereiche, wo Bund und Land die Kompetenzgrenzen beschreiten, insbesondere im Förderbereich. Also für Gewerbe ist ausschließlich der Bund zuständig. Es gibt aber viele privatrechtliche Förderungen für Gewerbe durch das Land, durch die Gemeinde. Jetzt rede ich gar nicht von der Hypo Alpe Adria oder anderen Banken. Nicht? Also auch wenn es Landesbanken gibt und Bundesbanken gibt, die Landesbanken können natürlich auch überall am Bundesgebiet Geschäfte machen, privatrechtliche und dergleichen. Gut, also das wäre jetzt der Staat als Träger von Privatrechten. Und zusammenfassend können wir noch einmal sagen, also, nicht der Staat, aber die Gebietskörperschaften, Bund, Land und Gemeinde sind rechtsfähig. Bund, Land und Gemeinde sind aber Rechtspersonen, Körperschaften, juristische Personen des
öffentlichen Rechts, nicht des Privatrechts, weil sie ein hoheitliches Organisationsrecht haben. Ihr inneres Organisationsrecht ist immer Hoheitsrecht. Nur die Handlungen nach außen können auch privatrechtlicher Natur sein. Wer jetzt handelt in Privatwirtschaftsverwaltung, in nicht hoheitlicher Verwaltung, in Fiskalverwaltung, ist eine Frage der hoheitlichen Organisation vom Bund, Land und Gemeinden. Und wenn wir uns die anschauen und gewaltenteilig denken, dann sehen wir, dass immer nur die Verwaltung, nie die Gesetzgebung, nie die Gerichtsbarkeit nach außen in den Formen des Privatrechts handeln kann. Das Gesetzmäßigkeitsgebot gilt auch für die nicht hoheitliche Verwaltung, wenn auch verdünnt. Und die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, nach Artikel 17 BVG ist in der Privatwirtschaftsverwaltung aufgehoben. Vielen Dank für heute. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht 1. Wir widmen uns heute dem Staat als Träger von Privatrechten. Erstens, der Begriff Rechtsfähigkeit ist vom Begriff Privatrechtsfähigkeit zu unterscheiden. Rechtsfähigkeit meint allgemein die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Privatrechtsfähigkeit meint nur die Fähigkeit privater Personen, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Das ist falsch, das glauben Sie aber immer wieder gerne. Das soll also hier diese Fragestellung, diese Formulierung Ihnen klar machen, dass es eben nur diese eine Rechtsfähigkeit gibt. Und da reden wir eben von der Privatrechtsfähigkeit. Also da geht es um die Frage, wer kann Träger von Rechten und Pflichten sein? Und es gibt also nicht da noch was anderes. Ja? Auf der einen Seite eine Rechtsfähigkeit und dann irgendwie etwas wie eine Privatrechtsfähigkeit. Zweitens, wer rechtsfähig ist, ist Träger privater Rechte und Pflichten. Das ist richtig, da sind wir also beim Begriff der Rechtsfähigkeit. Wenn wir sagen, jemand ist rechtsfähig, dann bedeutet das eben, der ist auch Träger von privaten Rechten und Pflichten. Drittens, statt Rechtsfähigkeit sprechen wir manchmal auch von Handlungsfähigkeit. Kommt also jetzt ein zweiter Begriff ins Spiel neben der Rechtsfähigkeit und diese beiden Begriffe müssen wir trennen. Ja, ist also nicht das Gleiche, wir meinen was anderes damit. Rechtsfähigkeit ist also rein das Phänomen, dass wir Träger von Rechten und Pflichten sein können. Bei der Handlungsfähigkeit geht es aber darum, dass wir auch durch eigenes Tun über unsere Rechte und Pflichten verfügen können, daher eben Handlungsfähigkeit. Ja? Wir können also wirklich handeln und nicht jeder, der rechtsfähig ist, ist auch handlungsfähig. Werden wir dann in den folgenden Fragestellungen auch noch sehen. Viertens, Menschen können privatrechtliche Verträge abschließen, weil sie rechtsfähig sind. Jeder Mensch ist von Natur aus rechtsfähig. Knüpft also jetzt wieder an diese Unterscheidung Rechtsfähigkeit, Handlungsfähigkeit. Ein Mensch kann also nicht einen Vertrag abschließen, weil er rechtsfähig ist, sondern der kann nur dann über seine Rechte und Pflichten verfügen, wenn er handeln kann. Da braucht es dafür also eine Handlungsfähigkeit und es reicht nicht, dass er rechtsfähig ist. Ja, das dreijährige Kind, das ist zwar rechtsfähig, das kann Träger von Rechten sein, von Pflichten sein, das kann Vermögen haben, aber darüber verfügen, also durch eigenes Verhalten jetzt das Geld ausgeben, kann das Kind nicht. Dazu muss man eben handlungsfähig sein und da stellt die Rechtsordnung eben beim Menschen auf ein bestimmtes Alter ab, das sie im ABGB finden, also im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Fünftens, eine Person, die nicht rechtsfähig ist, braucht zum Handeln einen Vertreter. Da ist jetzt auch noch einmal, ein weiteres Mal, das Phänomen dahinter, dass eben Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit zwei verschiedene Phänomene sind.
Ein Vertreter braucht eine Person, die nicht handlungsfähig ist, ja, die also durch eigenes Verhalten, durch eigenes Tun nicht über die Rechte und Pflichten verfügen kann, die braucht einen Vertreter. Wenn wir bei dem Beispiel von vorhin bleiben, das Kind, das zwar rechtsfähig ist, kann Vermögen haben, ja, kann Träger privater Rechte sein. Wenn es aber das Vermögen ausgeben will, dann braucht es einen Vertreter dazu, um handeln zu können, weil das Kind eben nicht handlungsfähig ist. Also wir brauchen einen Vertreter, wenn wir nicht handlungsfähig sind, nicht wegen fehlender Rechtsfähigkeit. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Sie sehen ja an der Überschrift, neben den Menschen gibt es auch die juristischen Personen. Sechstens, es gibt also natürliche Personen und juristische Personen. Juristische Personen sind keine Menschen, können aber wie Menschen Träger privater Rechte und Pflichten sein. Herkömmlich sprechen wir also von Menschen. Die Rechtsordnung sagt zum Menschen natürliche Person, natürliche Personen. Und im Gegensatz dazu gibt es eben Personen, die keine natürlichen sind, ja, die nicht geboren werden. Das sind dann die juristisch einfach deswegen, weil sie durch das Recht, durch die Rechtsordnung eingerichtet sind. Aber diese juristischen Personen können auch Träger von privaten Rechten und Pflichten sein, können also wie die Menschen, wie die natürlichen Personen am privatrechtlichen Verkehr auch teilnehmen. Dahinter steht die Überlegung, dass der Mensch nur deshalb rechtsfähig ist, weil ihm die Rechtsordnung diese Rechtsfähigkeit einräumt. Sie tut es für jeden Menschen von der Geburt bis zum Tod, aber es hat Rechtsordnungen gegeben, da hat es Sklaven gegeben und andere Phänomene, also Menschen, die nicht rechtsfähig sind. Heute ist es für uns selbstverständlich, dass jeder Mensch von Geburt bis zum Tod rechtsfähig ist. Aber klar wird aus diesem Konzept, dass es Sache der Rechtsordnung ist, zu sagen, ob jemand rechtsfähig ist oder nicht rechtsfähig ist. Und daher kann die Rechtsordnung auch sagen, jetzt habe ich hier einen Haufen Geld oder eine Sache oder ein anderes Phänomen, das ist kein Mensch, aber ich mache auch dieses Phänomen wie einen Menschen zum Träger privater Rechte und Pflichten. Und daraus ergibt sich der Unterschied, die Menschen sind die natürlichen Personen und die juristischen Personen sind virtuelle Menschen, also keine Menschen aus Fleisch und Blut. Trotzdem verleiht ihnen die Rechtsordnung entsprechende Rechtsfähigkeit. Siebtens, juristische Personen bezeichnen wir auch als Rechtspersonen oder Körperschaften. Das stimmt, das sind also einfach andere Begriffe für diesen Begriff eben juristische Person. Ich habe ja vorhin auch gesagt, die sind durch die Rechtsordnung eingerichtet und daher ist naheliegend, die auch als Rechtsperson zu bezeichnen. Ja, durch das Recht geschaffen, daher Rechtsperson oder eben mit einem anderen Begriff Körperschaft. Also bedeutet inhaltlich nichts anderes. Die Rechtsfähigkeit, achtens, juristische Personen besteht im Wesentlichen in der Vermögensfähigkeit. Das ist also richtig. Das ist einfach aus praktischen Gründen, wenn Sie sich überlegen, welche Rechte können die Träger, welcher Rechte können die sein, was macht überhaupt Sinn, was ist überhaupt denkbar, dann wird sich das auf die Vermögensfähigkeit beschränken. Also ein Mensch ist rechtsfähig und das heißt, er ist vermögensfähig, er kann Eigentum haben und über das Eigentum verfügen, im Kernbereich. Darum herum hat ein Mensch natürlich auch noch weitere Rechte als Person, also zum Beispiel Recht auf den Namen, das Recht auf Eheschließung, andere familienrechtlichen Beziehungen. Die gehören zur privaten Rechtsfähigkeit dazu. Wenn wir jetzt eine juristische Person haben, reduziert sich das auf den Kernbereich, nämlich auf die Vermögensfähigkeit. Diese Randbereiche fallen weg, also es ist undenkbar, dass die Linz AG die Energie AG heiratet. Ja, das ist wesensmäßig nicht drinnen. Also bei der juristischen Person besteht die Rechtsfähigkeit
in der Vermögensfähigkeit und Punkt. Bei der natürlichen Person besteht die Rechtsfähigkeit in der Vermögensfähigkeit, hier aber Strichpunkt und ein paar anderen Rechtsphänomene. Neuntens, juristische Personen verfügen über ein Organisationsrecht, etwa einen Gesellschaftsvertrag, eine Satzung, ein Statut. Ja, da steht dann auch drinnen etwa, wir haben ja gesehen, eine juristische Person ist nicht handlungsfähig, kann also nicht aus eigenem Handeln, braucht einen Vertreter. Und im Organisationsrecht ist etwa auch geregelt, wer dieser Vertreter ist, ja, welche Rechte der genau hat, welche Pflichten. Und das ist eben unterschiedlich von juristischer zu juristischer Person, wie dann genau dieses Organisationsrecht heißt. Das kann ein Gesellschaftsvertrag sein, das kann eben eine Satzung sein oder das kann sich auch Statut nennen. 10. Juristische Personen sind rechtsfähig, nicht aber handlungsfähig. Für die juristische Person muss ein Mensch entscheiden und handeln. Ja, das habe ich auch eben erwähnt. Ist auch klar, wenn Sie ein bisschen sich überlegen, wer was eine juristische Person ist, das ist eben eine Gesellschaft, eine Aktiengesellschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ein Verein. Ja, und dann überlegen, wenn jetzt so ein Verein, so eine Aktiengesellschaft einen Vertrag abschließen will, dann braucht es einen Vertragsschluss, ja, dann muss dieser Vertrag von wem unterschrieben werden. Wie soll eine Aktiengesellschaft unterschreiben? Wie soll eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Stift halten können? Ja, das ist einfach nicht denkbar. Daher braucht die juristische Person, die Rechtsperson immer einen Menschen, der eben für sie handelt, der dann eben den Stift hält und der den Vertrag wirklich unterschreibt. Ja. Um handlungsfähig zu sein, brauchen Sie eben einen Menschen, der das für die Rechtsperson macht. 11. Das Organisationsrecht einer juristischen Person legt fest, wer für die juristische Person innen entscheidet und wer nach außen handelt. Das ist auch richtig. Das sind also diese Phänomene im Organisationsrecht, wird also gesagt, wie hier die Meinungsbildung innerhalb der Aktiengesellschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung zustande kommt. Ja, da können Beschlüsse von mehreren notwendig sein. Das andere ist aber dann die Frage, wer tritt wirklich nach außen hin auf, das heißt, wer geht zu der Vertragsverhandlung und wer unterschreibt dann wirklich den Vertrag. Und beides braucht auch eine Grundlage, eine Regelung und das finden wir eben im Organisationsrecht, sodass man also auch weiß, wer trifft diese Entscheidungen nach innen und wer tritt dann nach außen für die Aktiengesellschaft, für die GmbH, für den Verein auch tatsächlich auf. 12. Wir unterscheiden juristische Personen des öffentlichen Rechts und juristische Personen des Privatrechts. Da kommt also jetzt bei den Rechtspersonen noch einmal eine Differenzierung in diese zwei Kategorien. Das eine sind eben die Rechtspersonen des öffentlichen Rechts, die anderen jene des Privatrechts. Und der Unterschied, vielleicht warten wir noch auf eine andere Frage, zunächst einmal noch zu 13. Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts und die juristischen Personen des Privatrechts sind nicht gleich rechtsfähig, heißt es hier. Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind rechtsfähig und die juristischen Personen des Privatrechts sind privatrechtsfähig. Wenn Sie sich an die ganz ersten Fragen erinnern, dann wird schon klar, das kann nicht stimmen, weil da haben wir schon festgestellt, es gibt nur diese eine Rechtsfähigkeit. Ja, und das macht es jetzt keinen Unterschied, ob hier eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine solche des privaten Rechts vorliegt. Es geht immer um diese Privatrechtsfähigkeit, zu der wir eben in der Regel nur Rechtsfähigkeit sagen, aber wir meinen genau diese eine Rechtsfähigkeit und da macht es keinen Unterschied, ob jetzt eine juristische Person des öffentlichen oder des privaten Rechts vorliegt. Gut, 14. Das Organisationsrecht der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist immer hoheitliches Recht. Damit nähern wir uns schon ein bisschen dem Unterschied jetzt an zwischen diesen beiden Kategorien. Und das ist richtig, ja. Also juristische Person, wir haben ja gesagt, im Organisationsrecht muss drinnen stehen, wer eben
entscheidet für diese juristische Person, und zwar sowohl nach innen als auch nach außen. Und bei einer juristischen Person des öffentlichen Rechts finden wir das also immer im hoheitlichen Recht, heißt es hier. Das heißt, da steht das in einem Gesetz etwa, in einer Verordnung, ja, wer hier für diese juristische Person handelt. 15. Juristische Personen sind zum Beispiel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ein Verein, eine Aktiengesellschaft, eine Familie. Einige von denen habe ich ja vorhin schon erwähnt, die sind auch richtig, nur eine falsche juristische Person hat sich hier eingeschlichen, die nämlich keine ist, das ist die Familie. Wenn wir gesagt haben, juristische Person ist eine Rechtsperson, also eine virtuelle Person, die die Rechtsordnung einrichtet, dann muss also irgendwo in der Rechtsordnung stehen, dass es sie gibt. Und steht es nirgends, dann gibt es sie auch nicht. Und so geht es der Familie. Die ist also nicht als juristische Person eingerichtet von der Rechtsordnung und daher ist sie auch keine. Ja, hingegen bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das sind also Phänomene, die die Rechtsordnung kennt. Daher sind das auch Rechtspersonen. Familie war also falsch, das andere wären Beispiele, richtige Beispiele für juristische Personen, zwar des privaten Rechts. 16. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind zum Beispiel die Gemeinden und die Universitäten. Und das ist richtig, ja. Mit zur Gemeinde werden wir noch einmal zurückkommen, aber auch die Universität ist eine Rechtsperson, also durch die Rechtsordnung eingerichtet. Eine Rechtsperson, die also Träger von privaten Rechten und Pflichten ist. Dann 17, die Hochschülerinnenschaft an der Universität Linz, die Sie erkennen werden, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, weil sie durch Gesetz als juristische Person eingerichtet ist. Und das ist auch richtig. Und da kommen wir jetzt der Sache noch ein bisschen näher, was jetzt wirklich eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Sehen Sie hier an diesem Beispiel, also etwas, das durch, haben wir auch vorher gesehen, durch hoheitliches Recht eingerichtet ist, die Hochschülerinnenschaft eben durch ein Gesetz, ja, das Hochschüler- und Hochschülerinnen-Gesetz richtet also hier diese Rechtsperson als juristische Person ein. 18. Wer rechtsfähig ist, bestimmt die Rechtsordnung des Staats. Das gilt auch für die Frage, ob der Staat selbst rechtsfähig und damit juristische Person sein soll. Nach dem BVG ist die Republik Österreich als Gesamtstaat nicht rechtsfähig. Rechtsfähig sind allein die Gemeinden. Das ist falsch. Richtig ist allerdings, das haben wir auch schon mehrfach jetzt gesagt, dass die Rechtsordnung eben bestimmt, wer solch eine virtuelle Person sein soll, die Rechte und Pflichten hat, die also wie ein Mensch am Privatrechtsverkehr teilnehmen darf. Und da ist jetzt die Frage, wie geht es hier um mit dem Staat, mit der Republik Österreich? Macht sie das für den Gesamtstaat? Das ist falsch, also insofern wäre diese Aussage richtig. Allerdings, der letzte Satz ist dann falsch, weil hier heißt es, nur die Gemeinden sind rechtsfähig und das stimmt eben nicht, weil, wie wir jetzt bei 19 gleich sehen, alle Gebietskörperschaften, also die drei Gebietskörperschaften, der Bund, die Länder und die Gemeinde, sind eben durch das Gesetz und zwar sogar durch die Bundesverfassung selbst als juristische Person eingerichtet. Wir können auch einen kurzen Blick drauf werfen. Auf diese Bestimmung, die das macht, also insbesondere jetzt für Bund und Länder, der Artikel 117 BVG, durch die Bestimmung der CMS über die Zuständigkeit in Gesetzgebung und Vollziehung wird die Stellung des Bundes und der Länder, ja, also hier ist die Rede vom Bund, von den Ländern, als Träger von Privatrechten. Da sehen wir also, dass Bund und Länder Träger von privaten Rechten und Pflichten sind. Durch diesen Artikel 17 BVG sind also die Gebietskörperschaft, sowohl die Gebietskörperschaft Bund als auch die Gebietskörperschaft Land, zu einer juristischen Person des öffentlichen Rechts eingerichtet. Und dann finden wir das auch für die Gemeinde, da sind wir im Artikel 116, dass hier eben die Gemeinde ein Wirtschaftskörper ist, dass er berechtigt ist, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben, darüber zu verfügen und so weiter. Ja, darf also am Wirtschaftsverkehr teilnehmen, ist daher auch eine
juristische Person des öffentlichen Rechts. Ja, also nicht nur die Gemeinde, sondern auch Bund und die Länder sind juristische Personen öffentlichen Rechts. 20. Gebietskörperschaften sind juristische Personen des Privatrechts, weil sie Träger privater Rechte und Pflichten sind. Das haben wir gerade gesagt, das ist falsch. Sie sind zwar juristische Personen, aber eben solche des öffentlichen Rechts, weil eben durch Gesetz, durch Hoheitsrecht eingerichtet, durch die Artikel 17 bzw. 116 BVG. Sie sind schon Träger privater Rechte, ja? Das darf Sie nicht irritieren. Aber deswegen sind Sie keine juristischen Personen des privaten Rechts. Ja? Da geht es also nicht um die Frage. Sondern da geht es um die Frage, wie eingerichtet ist, welches Organisationsrecht dahinter steht. Bei der juristischen Person des öffentlichen Rechts steht eben hoheitliches Organisationsrecht dahinter. Dann reden wir von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts. Ja, also das nicht verwechseln, nur weil wir sagen, Träger von Privatrechten, dann zu meinen, das ist jetzt eine juristische Person des privaten Rechts und die hätte dann nur private Rechte und die Gebietskörperschaften hätten irgendwas anderes. Das denken Sie gerne, ist aber eben nicht richtig. Der Begriff der Gebietskörperschaft ist ein sehr plastischer Begriff, er sagt sehr viel aus. Da steckt einmal Gebiet drin. Gebiet bezieht sich auf den hoheitlich handelnden Staat. Der Staat, der Zwangsgewalt hat, der das Gewaltmonopol hat, setzt die Gewalt ein, um sein Recht durchzusetzen, immer bezogen auf ein Gebiet. Also das Gebiet beschreibt im Begriff Gebietskörperschaft die hoheitliche Tätigkeit dieser Einrichtung. Und dann ist das nicht nur Gebiet, sondern auch Körperschaft. Der zweite Begriff sagt, dass dieses Gebilde, das die staatliche Gewalt auf einem bestimmten Gebiet, also einem bestimmten Teil des Territoriums ausübt, auch juristische Person ist und daher auch nicht nur hoheitlich, sondern auch in den Formen des Privatrechts handeln kann. 21. Eine Gebietskörperschaft ist eine staatliche Organisation, die auf einem bestimmten Territorium, also auf einem bestimmten Gebiet, habt ihr gerade gehört, daher dann Begriff eben, Gebietskörperschaft, ja, Körperschaft, haben wir gesagt, sagen wir auch zur Rechtsperson, hoheitlich tätig ist und die eben als vermögensfähige juristische Person des Privatrechts handeln kann. Allerdings haben wir wieder den Fehler hier drinnen in 21, dass hier noch einmal hier wir überprüfen wollen, ob es Ihnen tatsächlich bewusst ist, dass die Gebietskörperschaften keine juristischen Personen des privaten Rechts, sondern eben des öffentlichen Rechts sind. Ansonsten wäre das 21. korrekt. 22. Handelt der Staat als Träger von Privatrechten? In den Formen des Privatrechts nennen wir ihn auch Fiskus. Ja, das ist richtig. Der Staat... Wir wissen ja, wir kennen also drei Staatsteilgewalten, Gesetzgebung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit, übt die Staatsgewalt aus. Wir sagen, er handelt mit Imperium, also mit Staatsgewalt, mit hoheitlicher Gewalt in der Regel. Ja? Das ist also richtig. Der Staat handelt mit Hoheitsrecht, mit Imperium. Die Menschen müssen dem Zwangsrecht des Staats folgen, auf ihre Zustimmung kommt es nicht an. Das ist also auch den Staat, den Sie bisher kennengelernt haben. Ja, das ist der Staat, der eben mit Zwangsgewalt auftritt, der mit Imperium auftritt, der Sie nicht fragt, ob Ihnen das recht ist, wenn er Ihnen einen Bescheid schickt, wo drinnen steht, dass Sie 500 Euro zahlen müssen. Der fragt Sie nicht, wenn er Ihnen eine Norm schickt, in der drin steht, dass Sie Ihr Haus abreißen müssen. Ja, da geht es also nicht um Ihre Zustimmung, da tritt er mit Zwang auf. Und jetzt lernen wir aber eben einen Staat kennen, der auch anders kann. 25. Der Staat handelt mit Hoheitsrecht, verleiht die Verfassungsordnung dem Staat Rechtsfähigkeit, dann handelt er nicht mehr hoheitlich, sondern nur noch in den Formen des Privatrechts. Das ist, wird Ihnen klar sein, auch ein Unsinn, wenn die Rechtsordnung, was sie ja tut, haben wir gesehen, Artikel 17, Artikel 116 BVG, den Gebietskörperschaften Rechtsfähigkeit verleiht, sie als zu Rechtspersonen des öffentlichen Rechts macht, dann kann eben der Staat auch in den Formen des Privatrechts handeln. Das bedeutet aber nicht, dass er dann nicht mehr mit Imperium, nicht mehr mit Hoheitsrecht auftreten würde.
26. Der Staat ist gewaltenteilig organisiert, wissen Sie, und ist ja auch noch einmal zur Erinnerung unter 23. gestanden. Ja, wir haben eine Gesetzgebung, eine Verwaltung, eine Gerichtsbarkeit. Nur die Gesetzgebung und die Gerichtsbarkeit, heißt es hier, können nach außen in den Formen des Privatrechts handeln. Wenn wir also einen gewaltenteiligen Staat haben, eine Gesetzgebung, eine Verwaltung, eine Gerichtsbarkeit, dann müssen wir uns fragen, welche dieser drei Staatsteilgewalten ist jetzt die, die wirklich in den Formen des Privatrechts handelt, die also als Träger von privaten Rechten und Pflichten nach außen auftritt. Das könnten alle drei sein, es können zwei sein, wie auch immer. Entscheidend ist, wie hat es die Rechtsordnung bestimmt. Und das, was hier steht, ist jedenfalls falsch. Hier heißt es nämlich eben, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit können also nicht hoheitlich handeln in den Formen des Privatrechts. Es ist genau so, dass die dritte Staatsteilgewalt, die hier gerade nicht steht, diejenige ist, die nicht hoheitlich handelt, nämlich die Verwaltung. Ja, also von diesen drei Staatsteilgewalten handelt nur eine, nämlich die Verwaltung in den Formen des Privatrechts. Das heißt, wenn die Gesetzgebung, wenn die Gerichtsbarkeit handelt, ist das immer mit Imperium, ist das immer etwas Hoheitliches, niemals etwas in den Formen des Privatrechts. 27 sagt uns jetzt noch, wie wir das dann nennen. Die Verwaltung, die eben für die Gebietskörperschaft in den Formen des Privatrechts handelt, wir sagen, nicht hoheitlich, ja, habe ich vorhin auch schon erwähnt, oder in Privatwirtschaftsverwaltung, weil sie eben als Träger privater Rechte und Pflichten auftritt, oder eben auch in Fiskalverwaltung, angelehnt eben an diesen Begriff, den wir vorher auch gehört haben, der Fiskus. Ja? Wenn also der Staat hier entsprechend handelt, nennen wir das auch gerne Fiskalverwaltung. Nicht hoheitlich macht es aber vielleicht am deutlichsten noch. Das eine ist das Hoheitliche, da handelt der Staat mit Imperium, mit Zwangsgewalt. Und wenn er das eben nicht tut, dann ist das nicht hoheitliche Handeln. Und das aber noch einmal kann nur die Verwaltung, und das sehen wir an den anderen beiden Begriffen wiederum deutlich. Wir reden ja nicht von einer Privatwirtschaftsgerichtsbarkeit oder einer Privatwirtschaftsgesetzgebung. Das ist eben die Privatwirtschaftsverwaltung und die Fiskalverwaltung, weil nur die Verwaltung es ist, die eben nicht hoheitlich tätig werden kann. Aber auch die Verwaltung bleibt auf der anderen Seite auch hoheitlich tätig. Ja? Auch da keine Missverständnisse aufkommen lassen, bedeutet jetzt nicht, dass wir auf einmal sagen, die Verwaltung ist immer nur nicht hoheitlich unterwegs und die macht nichts mehr Hoheitliches. 28, wir sprechen von Fiskalgeltung der Grundrechte. Jetzt widmen wir uns also der Frage, was ist, wenn der Staat hier wirklich, wenn die Verwaltung hier auch nicht hoheitlich handeln kann, also ohne Hoheitsgewalt, ohne Imperium, wie schaut es da mit den Grundrechten aus? Und diese Frage eben, wie schaut es da mit den Grundrechten aus, wenn der Staat nicht hoheitlich handelt, das nennen wir eben Fiskalgeltung. Und meinen heißt ja weiter, dass die Grundrechte den Einzelnen nicht nur gegen den hoheitlich handelnden Staat, sondern auch gegen den privatrechtlich handelnden Staat schützen. Ja? Sie haben ja gelernt, das Grundrecht schützt uns ja vor dem Staat, vor Eingriffen des Staats. Und wenn wir jetzt wissen, dass der Staat eben auch nicht hoheitlich handeln kann, müssen wir uns fragen, sind wir dann auch vor diesem Staat geschützt? Und wie gesagt, das Phänomen jedenfalls bezeichnen wir als, unter dem Begriff fangen wir das ein, der Fiskalgeltung. 29, der Staat, der in den Formen des Hoheitsrechts handelt, kann wegen der Grundrechte keinen Zwang auf die Menschen ausüben. Das stimmt natürlich nicht. Wir wissen, dass der Staat sehr wohl Zwang auf die Menschen ausübt. Der Staat hat ja gerade das Gewaltmonopol in der Hand. Die Grundrechte schützen uns aber insofern davor, als wenn der Staat eben rechtswidrig Zwang auf uns ausübt, wir uns dagegen wehren können. Wir also den Rechtsweg beschreiten können, wir gegen den Staat auch Prozess führen können. Heißt aber nicht, dass der eben dann keinen Zwang mehr ausüben würde. 30. Grundrechte berechtigen den Einzelnen gegen den Staat.
Ja, soweit Grundrechte den Einzelnen gegen den nicht hoheitlich handelnden Staat berechtigen, sprechen wir von Fiskalgeltung, das haben wir schon gehört, oder auch Drittwirkung. Also ist die Frage jetzt, können wir zu diesem Begriff Fiskalgeltung, was es bedeutet, sehen wir unter 28. Können wir dazu auch Drittwirkung sagen. Und das ist falsch. Also Drittwirkung und Fiskalgeltung sind nicht dieselben Phänomene. Fiskalgeltung geht es also um die Frage, gilt das Grundrecht, gelten die Grundrechte auch gegen einen nicht hoheitlich handelnden Staat? Bei der Drittwirkung geht es um die Frage, gelten die Grundrechte auch gegenüber Privaten, ja, gegenüber Dritten? Deswegen sagen wir das Drittwirkung, ja, an sich gegen den Staat. Und wenn wir überlegen, könnte das auch gegen andere gelten, dann sagen wir eben Drittwirkung dazu. Ist aber was anderes, ja? Nicht gleichsetzen diese beiden Begriffe. 31. Der Gleichheitssatz gilt sowohl für die Hoheitsverwaltung als auch für die Privatwirtschaftsverwaltung und das ist jedenfalls richtig. Also bei der Frage, gibt es solche eine Fiskalgeltung, also gelten die Grundrechte gegenüber dem Staat gleich, wie er jetzt handelt, also auch wenn er nicht hoheitlich auftritt, bejahen wir das jedenfalls für den Gleichheitssatz. Also auch wenn der Staat nicht hoheitlich tätig ist, muss er sich an die Vorgaben des Gleichheitssatzes halten. Ansonsten können wir eben auch hier gegen den Staat prozessieren. Und noch ein letztes aus dem 9. Kapitel zur Budgethoheit des Parlaments. Der Staat ist ein Abgabenstaat, der die benötigten Finanzen vor allem durch Steuern und Gebühren aufbringt. Das ist richtig. Ja, man muss sich überlegen, Sie haben ja viel gehört, vor allem auch von der Verwaltung, was die alles macht. Die macht Daseinsvorsorge, die sorgt dafür, dass es Schulen gibt, dass es Straßen gibt und so weiter. Dafür braucht der Staat Geld. Ja, und wo nimmt der Staat das Geld her? Da könnte das natürlich auch erwirtschaften, indem er Unternehmungen macht. Wir haben ja gehört, er kann im Privatrechtsverkehr tätig sein, das heißt, er könnte das erwirtschaften. Das tut er aber nicht, er nimmt also Steuern und Gebühren, hebt er ein und so beschafft er sich die notwendigen Mittel. Das Budget stellt für eine bestimmte Periode die Einnahmen und die Ausgaben des Staats auf. Der Staat darf in seiner Gebarung weder von den festgelegten Einnahmen noch von den festgelegten Ausgaben abweichen. Da ist also was falsch dran. Budget stellt also hier Einnahmen, Ausgaben fest für eine bestimmte Periode, das ist richtig. Aber man muss sich überlegen, wie ist es mit den Einnahmen, die können nur geschätzt werden. Ja, man kann also nicht das zwar abschätzen, mit welchem Betrag an Einnahmen man rechnen kann für eine bestimmte Periode, aber das kann man nicht wirklich sagen, man darf jetzt davon nicht abweichen, weil das einfach nicht denkbar ist, hier die wirklich auf den Cent vorauszusagen. 34. Die Budgethoheit des Parlaments bedeutet, dass alle Gesetze des Parlaments auf ihre Budgetrelevanz geprüft werden müssen. Das stimmt also nicht. Budgethoheit meint eben, dass wirklich das Parlament es in der Hand hat. Ja, unsere Volksvertreter es in der Hand haben, hier über die Ausgaben zu bestimmen. Ja, wer immer im Staat etwas ausgibt, das Parlament gibt es vor. Ja, kann also nicht die Verwaltung, Gerichtsbarkeit sich hier überlegen, wie viel Geld sie gerne ausgeben möchten, sondern das ist Sache des Parlaments. 35. Die Budgethoheit liegt beim Parlament, das entsprechende Budgetgesetze eben erlässt, haben wir auch gesagt. No taxation without representation. Das ist also so ein Spruch der Amerikaner, der eben auch hier für uns Geltung hat. Ja, ohne unsere Volksvertreter geht hier eben nichts. Den kleinen Fehlertext noch. 3 Fehler sollen gefunden werden. Jeder Mensch ist rechtsfähig. Mensch ist auch heißt also natürliche Person, das ist richtig. Mensch ist Träger privater Rechte und Pflichten, haben wir gesehen, ist auch richtig. Er kann etwa Eigentümer einer Liegenschaft sein. Stimmt, ja. Die Rechtsordnung kennt auch juristische Personen, haben wir auch gesehen. Das sind eben diese virtuellen Menschen, die virtuellen Personen, die also durch die Rechtsordnung, durch das Recht geschaffen werden. Dann, juristische Personen sind keine Menschen, sie werden aber von der Rechtsordnung wie Menschen behandelt und können Träger
privater Rechte und Pflichten sein. Stimmt auch. Es gibt juristische Personen des Privatrechts, zum Beispiel die Hochschülerinnenschaft, und juristische Personen des öffentlichen Rechts, etwa die Universität. So, warum ist die Hochschülerinnenschaft falsch? Obwohl wir das ja vorhin auch als Beispiel hatten, wenn Sie sich erinnern. Die Hochschülerinnenschaft ist eingerichtet durch das Gesetz, durch Hoheitsrecht, hat also ein hoheitliches Organisationsrecht und daher ist sie eine juristische Person zwar, aber eine solche des öffentlichen Rechts. In der Wirtschaft haben besonders die Kapitalgesellschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaft Bedeutung. Das stimmt. Nicht alle Menschen sind handlungsfähig. Ist auch richtig, haben wir gesehen. Ja, hier wieder aufpassen mit den Begriffen Rechtsfähigkeit auf der einen Seite, Handlungsfähigkeit auf der anderen Seite. Die Menschen sind zwar alle rechtsfähig, aber nicht alle sind handlungsfähig. Kinder etwa müssen bei Rechtsgeschäften durch ihre Eltern vertreten werden. Das stimmt auch. Wie bei den Menschen sind auch bei den juristischen Personen nicht alle handlungsfähig. Das stimmt so nicht. Also das ist jetzt nicht bei den Menschen. Wir haben ja gesehen, da kommt es also insbesondere auf ein bestimmtes Alter an, dass man handlungsfähig wird. Das ist bei der juristischen Person nicht so, ne? Dass hier einzelne handlungsfähig wären und andere nicht. Die sind grundsätzlich nicht handlungsfähig. Sie brauchen also immer einen Menschen, der für sie handelt. Ja, das funktioniert anders nicht, weil sie eben bloß virtuelle Rechtspersonen eben sind. Die juristischen Personen brauchen einen Menschen, der für sie handelt. Also das sind dann eben, das werden Sie auch kennen, ein Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ein Obmann bei einem Verein und so weiter. Ja, haben also verschiedene Namen. Es geht also immer um dieselbe Sache. Eben ein Mensch muss für diese Rechtsperson tätig werden, handeln. Auch der Staat sowie die Gebietskörperschaft Bund, Land und Gemeinde sind juristische Personen und rechtsfähig. Gebietskörperschaften haben wir gesehen, ja, Bund, Land in Artikel 17, Gemeinde Artikel 116 sind eingerichtet als Rechtspersonen, als juristische Person des öffentlichen Rechts, aber nicht der Gesamtstaat. Ja? Nicht der Gesamtstaat als solcher, der hat also ist keine Rechtsperson. Sie können Eigentümer von Geld und Vermögen sein. Das stimmt auch. Ja? Und damit haben wir auch unsere drei Fehler gefunden. Dann gibt es noch zwei kleine Fragen zu diesem Kapitel. Nämlich zunächst einmal beschreiben Sie, wer im Staat Träger von Privatrechten ist, was man unter Träger von Privatrechten versteht und dann eben noch, welche Staatsteilgewalt für das Handeln des Staats als Träger von Privatrechten zuständig ist. An sich haben wir alle drei Fragen auch schon jetzt bei den Ja-Nein-Fragen erörtert, sodass Ihnen das keine allzu großen Probleme bereiten dürfte. Ja, bei diesen Fragen geht es wie immer darum, dass Sie das schön ausformulieren. Also, dass Sie nicht nur ein Kreuzchen machen oder ein Stichwort sagen, sondern dass Sie versuchen, schön langsam Ihre Argumente, Ihre Gedanken in Sätze zu fassen. In kurze, präzise, richtige Sätze. Also, wenn da heißt, wer im Staat Träger von Privatrechten ist, dann würde die Antwort heißen, im Staat sind die Gebietskörperschaften Träger von Privatrechten. Es handelt sich dabei um den Bund, das Land und die Gemeinde. So etwa ließe sich das beantworten. Was man unter Träger von Privatrechten versteht, unter Träger von Privatrechten versteht man, dass eine Organisation rechtsfähig ist, von der Rechtsordnung mit Rechtsfähigkeit ausgestattet ist. Das sind also Träger von Privatrechten. Vielleicht kann man noch dazu schreiben, und daher wie ein Privater am Rechtsverkehr teilnimmt. Dann für das Handeln des Staates, welche Staatsteilgewalt für das Handeln des Staates als Träger von Privatrechten zuständig ist. Also auch hier könnte man das kurz und präzise beantworten, aber das ist schon eine etwas ansprüchige Frage. Also da müssen wir beginnen, dass wir sagen, wir haben eine Gewaltenteilung. Der Staat ist in eine Teilgewalt der Gesetzgebung, in eine Teilgewalt der Verwaltung und in eine Teilgewalt der Gerichtsbarkeit unterteilt. Gut, soweit der erste Einstieg in diese Frage.
Wenn jetzt der Staat handelt, dann handelt die Gesetzgebung, dann handelt die Verwaltung und dann handelt die Gerichtsbarkeit. Die Willensbildung des Staates, also was sich der Gesetzgeber zusammendenkt, was die Verwaltung denkt und tun will, was die Justiz denken und tun will, die Willensbildung des Staates ist immer Hoheitsrecht. Denn es ist ein und derselbe Staat, der mit Privatrechtsfähigkeit ausgestattet wird. Also Sie müssen sich das vorstellen, da ist also ein Mensch und der handelt privatrechtlich, der kauft sich ein Eis. Ja? Der Staat handelt in den Formen des Privatrechts, der kann sich auch ein Eis kaufen. Aber wenn Sie genauer hinschauen, dann ist der Staat nicht dasselbe wie ein Privater, sondern der Staat ist eben Staat und in allen seinen Fasern Hoheitsrecht. Er zieht sich nur den Mantel des Privaten an, um in den Formen des Privatrechts handeln zu können, aber nach außen eben nur und nicht in seinem Inneren. Das hat praktische Konsequenzen. Vielleicht kurz ein Beispiel noch hier nachschicken. Wenn Sie für Ihr Haus Öl, Heizöl kaufen müssen, damit Ihre Heizung funktioniert. Dann können Sie sagen, ja, wer bietet das alle an? Und dann sagen Sie, aha, da ist mein Parteifreund und ich kaufe das bei meinem Parteifreund. Es kostet zwar das Dreifache, aber es ist mir wert. Ja? Das ist privatrechtlich völlig unbedenklich. Hier haben Sie eben Privatautonomie. Wenn der Staat, der den Mantel des Privaten hat, auch einen Kaufvertrag über Heizöl für seine Häuser abschließt, dann kann er nicht sagen, da ist mein Parteifreund und ich zahle ihm auch das Dreifache davon, sondern der Staat ist in seiner inneren Willensbildung an das Hoheitsrecht gebunden, also auch an den Gleichheitssatz und alles andere auch. Also der Staat im Inneren ist also ein hoheitsrechtliches Phänomen und nur die Erklärung des staatlichen Willens nach außen ist dann ein Bereich des Privatrechts, das ist ein privatrechtliches Handeln. Also, wir müssten präzise sein. Wer die Willensbildung des Staates für privatrechtliches Handeln macht, bestimmt das staatliche Organisationsrecht. Und das kann natürlich in der Verwaltung sein, das kann im Gesetz stehen, das kann die Justiz machen. Aber nach außen privatrechtlich wirksam zu handeln, unter Bindung an die öffentlich-rechtliche Willensbildung, das kann nur die Verwaltung tun, sodass, wenn wir mit der Verwaltung von außen zu tun haben, wir immer nur bei der Verwaltung schauen müssen, handelt sie privatrechtlich oder hoheitsrechtlich. Bei der Gesetzgebung und bei der Justiz ist das ohne dies nur hoheitlich möglich, dort stellt sich das Phänomen nicht. Also eine etwas vielschichtige Frage. Zweitens, wie muss der Gesetzgeber eine Studienbeihilfe für Studierende gestalten, wenn er das Gesetz nicht hoheitlich vollzogen haben will? Also, was eine Studienbeihilfe ist, das wissen Sie. Sie bekommen vom Staat Geld, damit Sie studieren können und schön studieren und ein wertvolles, gebildetes Mitglied unserer Gemeinschaft werden. Also, daher fördert das der Staat. Und was werden wir jetzt sagen, hoheitlich oder nicht hoheitlich vollzogen, das sollte man sagen. Ob jemand eine Studienbeihilfe bekommt, ist im Gesetz geregelt. Das Gesetz sagt auch, ob dieses Gesetz dann hoheitlich oder nicht hoheitlich von der Verwaltung umgesetzt wird. Das ist also die Frage und wenn Sie die Studienbeihilfe als Beispiel hernehmen, dann haben Sie, sofern Sie eine Studienbeihilfe haben, auch einen Studienbeihilfenbescheid. Und das ist eine typische hoheitliche Umsetzung des hoheitlichen Studienbeihilfengesetzes. Also die Gewährung der Studienbeihilfe ist ausschließlich eine Sache des Hoheitsrechts, weil eben der Bund im Studienbeihilfengesetz hineingeschrieben hat, wer sozial bedürftig ist, österreichischer Staatsbürger und guten Studienerfolg hat, der bekommt eine Studienbeihilfe, aber wer das konkret ist, das wird individuell konkret durch einen Hoheitsrechtsakt, durch einen Bescheid umgesetzt. Und so eine Studienbeihilfe darf nur der Bund machen, weil eben nur der Bund in Artikel 14 BVG zuständig ist und nicht auch das Land.
Nun könnte aber das Land Oberösterreich hergehen und sagen, die Linzer Studenten sind bedauernswert arm. Wenn sie eine Studienbeihilfe haben, dann lege ich ihnen noch einen Hunderter drauf. Da müssen Sie jetzt gut aufpassen. Wenn das Land Oberösterreich sagt, wer durch den Bund mit Bescheid Studienbeihilfe 400 Euro bekommen hat, dem lege ich als Land jetzt durch Landesbescheid noch einmal 100 Euro drauf, dann geht das nicht, weil das wäre kompetenzwidrig. Für den hoheitlichen Vollzug ist der Bund und nicht das Land zuständig. Wenn aber das Land jetzt sagen würde, Studierenden an der Universität Linz, die durch Bundesbescheid eine Studienbeihilfe bekommen haben, denen lege ich jetzt als Land aus Landesmittel einen Hunderter auf privatrechtlicher Grundlage drauf, ich schließe mit ihnen einen Subventionsvertrag oder einen Schenkungsvertrag oder sonst was, dann geht das, weil in Artikel 17 BVG eben drinsteht, dass die Kompetenzverteilung in der Privatwirtschaftsverwaltung nicht gilt. Also, wie muss der Gesetzgeber die Studienbeihilfe gestalten? Also der Gesetzgeber muss ein Studienbeihilfengesetz machen und er muss anordnen, ob die Verwaltung das Gesetz durch Bescheid vollzieht, dann handelt es sich um Hoheitsverwaltung, oder dass die Verwaltung das Gesetz durch privatrechtlichen Vertrag, Subventionsvertrag, Schenkungsvertrag vollzieht, dann handelt es sich um Privatwirtschaftsverwaltung. Und als Aufgabe in der Privatwirtschaftsverwaltung sind wir an die Kompetenzverteilung nicht gebunden. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende des 9. Kapitels. Ich danke Herrn Binder für seine Ausführungen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Mitdenken. Und wir sehen uns dann beim 10. Kapitel wieder.